Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Project Unstable 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe neue Freunde gefunden. Hey, nein, sie kommen. Oh, sie sind in meinem Garten drin. Ah, Panik. Nein, falsche Taste. Raus aus meinem Garten. Nein. Okay, sie sind noch nicht auf meinen Feldern. Oh, ich bin gleich tot. Ich glaube, ich greife die lieber. Alter, die haben schon alles kaputt getrampelt. Oh nein! Oh Mann. Ich muss erstmal was essen, bevor ich hier gleich umkomme. Ja! Vielen Dank fürs Reinschauen mal wieder. Neue Folge, neues Glück. Pflege ich ja immer zu sagen. Mal schauen, was es heute für uns alles bereithält hier. Ich durfte jetzt schon zum dritten Mal aufnehmen. Jetzt, ich mach das Ding mal aus für den Moment. weil ich ein paar Probleme mit meinem Computer. Oh Gott, hier. Trampel mir meinen ganzen Garten kaputt. Ach, scheiße. Das hätte ich mir besser überlegen sollen. Ja, ich nehme jetzt schon zum dritten Mal auf, weil ich mit meinem Aufnahmeprogramm ein paar Probleme hatte. Das ist immer abgeschmiert, wenn ich die Aufnahme beenden wollte. Das heißt, ich habe schon zweimal aufgenommen, eine Viertelstunde. War beim zweiten Mal schon ziemlich angepisst, ja. Und dann nach dem zweiten Mal, wo ich fertig war, ist das Programm wieder abgeschmiert. Jetzt habe ich das mal komplett neu aufgesetzt, mein Aufnahmeprogramm, und neue Codecs besorgt. Alles halt ein bisschen neu gemacht. Und jetzt dürfte es hoffentlich besser laufen. Jetzt habe ich auch ein paar schöne neue Features. Zum Beispiel sehe ich jetzt endlich mal, wie lange ich schon aufnehme. manche werden es vielleicht wissen. Früher habe ich immer schön verpeilt, wie lange ich schon aufgenommen habe. Musste ständig gucken zwischendurch. Jetzt habe ich halt wieder einen schönen Timer in meinem Aufnahmefenster. Ja, warum meine neuen Freunde? Weil... Oh, mein Master ist wieder da. Ich fahre momentan ein bisschen was für unser Unterwasser... Unterweltprojekt. Oh, die machen mir echt den ganzen Garten kaputt, ey. Oh Mann, ich musste töten. Bevor es zu spät ist. Ah, weil ich brauche Sea Lanterns. Alter, guckt euch meinen Garten an. Hier, nein, meine Erdnüsse. Aua. Runter von meinen Tomaten. Oh Gott, sind die immer schwer zu treffen. Ah, meine Paprika. Okay, du auch noch. Komm her. Das ist kein Spielplatz. Das ist mein Gemüsegarten. Alter, warum müssen die denn so wehtun? So, noch jemand? Du. Du, komm her hier. Komm her hier. Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh Gott, ein... Oh, ist klar. Die sind so OP. Komm, hier, eine Erdnuss. Yummy. So, jetzt hol ich mir nochmal fix was zu essen und dann gehen wir uns zu unserem Untergrundding, was ich in der letzten Folge gezeigt habe. Was können wir essen? So ein schönes Lammfleisch-Kebab wieder. Ach, hat schon eins. Nimm. So, jetzt bitte nicht vergiften. Das wäre sehr nett, liebe Bienen. Dankeschön. Ja, ich habe hier das Telepad-Ding mit einer Redstone-Schaltung versehen. Ja, hier Meister Redstones hat wieder zugeschlagen. Diese Telepad-Blöcke verhalten sich ein wenig mysteriös, was Redstone-Signal angeht. Und zwar, im Wiki steht ganz normal, man kann sie mit Redstone aktivieren. Ein Beispiel im Bilder ist hier mal eine Pressure-Plate in der Mitte, auf die man einfach tritt und dann geht's los. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Redstone-Block hier hinsetze, aktiviert es den Teleporter. Wenn ich ihn hier hinsetze, wieder nicht. Hier auch nicht. So setze ich ihn hier hin, geht's wieder und so weiter und so fort. Von unten geht's auch nicht wirklich. Ja, wenn ich hier unter dem Block einen Redstone-Block setze, dann geht's. Wenn ich quasi dahin einen Redstone-Block setze, darunter geht's. Wenn ich dann aber da drunter einsetze, geht's wieder nicht. Also es verhält sich ganz mysteriös. Auf jeden Fall mit dem Repeater hier drunter an der Ecke geht's auf jeden Fall. Da kann ich aber die schöne neue Animation zeigen. Wenn ich den Knopf dann treffe. Und. Ist das nicht schön? So. Zack, ich habe ein bisschen weitergearbeitet. Jetzt könnt ihr euch vielleicht ein bisschen besser vorstellen, was ich in der letzten Folge gemeint habe. Beziehungsweise was ich mir hier drunter vorstelle. Habe das ein bisschen weiter ausgearbeitet. Bin momentan dabei, zwei Etage auszuheben. Ja, halt so schöne stabile Säulen in jeder Ecke, bisschen Wasserspiele. Von oben soll auch noch irgendwie Wasser runterkommen. Und für die Mitte dachte ich mir, kommt so ein schöner großer Baum, den ich per Hand dann dahin bauen werde. An den Seiten halt Essen angebaut und so weiter. Und hier zum Beispiel in der Mitte möchte ich hier unten Sea Lanterns reinsetzen. Deswegen farme ich den Quatsch gerade überhaupt und setze mein Leben für aufs Spiel und meinen Gemüsegarten. Ja, das ist der Stand dazu. Da werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage weiterbauen. Hier bin ich leider noch nicht weitergekommen. Ups, da war ein Loch. ja, mal gucken, wie ich die Tage jetzt dazu komme, das Wochenende.
Ja. Lass mir nochmal überlegen. Sind noch Fische hier? Ne, alle tot. Alles klar. Sehr schön. Ich habe in der allerersten Aufnahme, die ich gemacht habe, noch einen schönen Bienenanzug gemacht. Ja, ich habe jetzt einen Bienenanzug. habe halt schön gecraftet nebenbei, ein bisschen erzählt. Und ja, dann ist die Aufnahme halt abgeschmiert. Deswegen, ich werde jetzt mal gucken, beziehungsweise kurz pausieren die Aufnahme und mal schauen, ob das alles gut geht. Ansonsten flippe ich hier noch aus und mache meinen Bildschirm kaputt oder so, wenn das jetzt schon wieder nicht geklappt hat. Auf jeden Fall, bis gleich. So, was mir ja noch fehlt, F1 an. Ich laufe jetzt eigentlich die ganze Zeit nur mit meiner tollen Rüstung hier durch die Gegend und möchte die halt richtig schön verzaubern. Um ein bisschen Protektionato zu haben und ich habe bis jetzt schon Unbreaking auf jedem drauf und Mending, das heißt, dass sie automatisch repariert und weniger Schaden kriegt, also die Rüstung weniger Schaden kriegt. Das kostet aber alles so viel Level und so viel habe ich nicht. Und deswegen dachte ich mir, können wir das mit dem Botania fix mal alles verzaubern, weil wenn ich mich recht entsinne, braucht man mit Botania nur ein Buch und kann damit dann so viel verzaubern, wie man möchte, solange man halt Mana hat. Jetzt überlege ich gerade Mana, Mana-Pylonen brauche ich noch 6 Stück. 6 Diamanten, 12 Gold, 6 und ich nehme noch ein bisschen Eisen mit. So, habe das hier schon mal so ein bisschen aufgebaut. Ja, wer es nicht kennt, ist halt Enchanting with Mana heißt das. Man muss das halt nach dem Bild aufbauen. Halt so ein Fadenkreuz aus Obsidian, dann da Blumen rein und halt in dem Abstand noch 6 Blumen drumherum. Und auf die äußeren Blumen müssen noch Mana-Pylonen. Oder müssen die Mitte auch welche? Ne, nur auf die äußeren. Okay. So, ich habe mein Mana-Setup hier ein bisschen geändert. Ich lasse es gerade von meinem zentralen Pool hier auf so einen Mana-Distributor umleiten, damit das hier einfach mal ein bisschen gefüllt wird und ich ein bisschen Mana auf Vorrat habe. Hier kann ich jetzt gerade nichts umwandeln. Das heißt, wir nehmen einfach den hier. So. Okidoki. Oder habe ich noch Mana-Pylonen? Hatte mal welche, aber ich glaube, die habe ich schon weiterverarbeitet. Ja, okay. So, 6 Davon, 6 Gold und 2 Ingots. Habe ich ja fast perfekt abgezählt hier. So, 6 Pylonen und ein Lapislazuli-Block in die Mitte. Und dann. Kann ich das so machen? Ja. Zack. Und zack. Und zack. Muss ich mir nur gleich überlegen, wie ich hier Mana rankriege. Vielleicht kann ich damit den Sparks ein bisschen arbeiten. So, und noch ein Lapislazuli-Block. Ich glaube, den muss man einmal antappen mit dem Wand of the Forest. Yeah! Woohoo, Achievement! Create a Mana Enchanter in order to have better control over Enchanting. Oh yeah! Jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwie einen Mana-Pool, glaube ich, in der Nähe haben. Oder reicht das mit den... Ich mache Sparks. Ich habe einen Spark auf Lager. Fürs Terra-Steel machen brauche ich den ja gerade nicht. Wie bekomme ich den nochmal wieder? So, okay. Dann setze ich einen, so den Mana-Pylon, brauchen wir auch gerade nicht. Ich setze es mal hier drauf. Und hier oben drauf. Reicht das? Ja, das reicht. Okay, gut. So, das heißt, wie ging das denn nochmal? Ich muss, glaube ich, das Buch da drauflegen, weil ich möchte Soulbound draufpacken, dass sie halt nicht verloren gehen nach dem... Ne, Quatsch. Ich musste, glaube ich, das Item in die Mitte legen. Huch, nicht anziehen. Oder? Muss ich das nicht hier draufpacken und dann das Buch dazu schmeißen? Muss ich es nochmal tappen? Huch. Oh. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Wir lesen uns das, glaube ich, doch mal lieber durch. Das ist noch verbunden, alles klar. Fix mal lesen. Dazu gibt es hier die Anweisung. So, the instruction how to learn in the following pages. Right-click the lapis bla 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 in order to utilize one would place the item to be enchanted in the enchanter itself and drop enchanted books inside the circle around. Okay, das heißt, ich muss das Item, was ich haben möchte. Oder geht das nicht, weil das Ding da oben drüber ist? Okay, jetzt habe ich es angezogen. Der will das aber nicht. Du solltest ja auch nicht anziehen, Mensch, Junge. Dann nehme ich das Ding mal weg. Kann ich es dann vielleicht? Ach.
Ich kann das dann nicht hinpacken. Und drauflegen hat auch nicht funktioniert gerade. Ich mach's nochmal. Hä? So. Das dahin. Und Soulbound, bitte. Macht er nicht. Toll. Mal wieder wunderbarer Vorführeffekt. In order to... Zeit to circle around. Ah, scheiße. Die dürfen nur nicht verzaubert sein. Ah. Scheibenkleister. Okay. Gut, dann muss ich es wohl doch auf dem herkömmlichen Weg draufpacken. Oder ich mache mir die Mühe und mache eine neue. Mal schauen. Ich habe, glaube ich, nicht die Ressourcen dafür, um schon eine neue zu machen. Ich gucke aber mal fix, was wir hier schönes haben. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ansonsten haben wir einen halben Stack. Ne, wir brauchen 3,5 Stacks. Ja, das dauert noch, weil wir den zweiten Anzug ab. Okay, dann können wir das vergessen. Obwohl, wir könnten theoretisch Terra-Steel-Rüstung machen. Jetzt, wo wir schon mal dabei sind. Weil ich habe schon mal ganz viele Terra-Steel... Terra-Steel-Ingots nebenbei produziert, aber Terra-Steel ist, glaube ich, somit das Beste, was wir so haben an Rüstung. Ah, da muss ich Runen für machen. Oh. Warte mal, Rune of Autumn, das sind diese Jahreszeiten-Runen. Rune, Water, Fire, Earth, Air, Mana. Nee, habe ich doch noch nicht. Okay, weil ich habe schon mal die komplette Mana-Steel-Rüstung gemacht, die ist ja relativ pissig einfach zu machen. Terra-Steel. Living Wood Tricks. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache die Runen soweit fertig, weil das hier dann wieder ein bisschen umbauen muss, weil aktuell ist alles ein bisschen verbuggt, weil auf einer Ebene kann man irgendwie Sachen nicht halt, also mit Botanie Sachen nicht transportieren. Heißt Mana schießen, das muss man immer so über Eck machen. Und auch Pfeile kann ich nicht schießen. Weil wenn man so sieht, die bleiben einfach in so einer unsichtbaren Wand quasi stecken. Wenn man so leicht nach oben schießt, geht's durch. Aber wenn man nach vorne schießt, verschwinden die Sachen. Das ist aktuell irgendwie ein Bug in unserer Version, keine Ahnung. Deswegen, ich glaube, ich mache fix die Runen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt schon mal zwei Runen gemacht. Rune of Summer, Rune of Spring. Ich dachte mir, die letzten beiden mache ich mal in der Aufnahme, weil ich habe das Gefühl, dass momentan wieder ein weiterer Bug entdeckt wurde. Drei Blätter. Wir machen jetzt Autumn. So, und zwar werdet ihr das gleich sehen. Ja, das sind jetzt einmal Luft- und Feuerrune ist da drin. Und die werdet gleich sehen. Die sind wieder rausgekommen. Das heißt, ich kann die momentan theoretisch zum Craften benutzen, die ganzen Runen. Und verliere die halt nicht. Da ich es jetzt aktuell nicht ändern kann und die Runen haben möchte, muss ich das leider so machen. Ja, theoretisch könnte ich es jetzt schön exploiten. Aber das machen wir nicht. So, die letzte, das war, was brauche ich dafür? Da brauche ich Water und Earth. Water und Earth. So, zack und zack. So, denn, ganz tolles Rezept, Wolle. Zwei Schneeblöcke, das macht noch Sinn. Und einen Kuchen. Ja. Winter, alles klar. Und ein Stein, so. Zack, zack, zack. Und dann können wir schon mal Living Wood rausholen. Die brauchen wir nämlich gleich. Und bam! Dann haben wir die ganzen Runen zusammen. Hüpp, lass mich hier durch. So. Dann verstaue ich den Kram hier schon mal, was ich nicht mehr brauche aktuell. So, dann ganz viele Twigs. Wir brauchen, glaube ich, 2 pro... nochmal 4. So, das war nämlich mal so, dann das Rüstungsteil in der Mitte, oder? Ach ja, Terra-Steel brauchen wir auch noch. Bup, 4, ne? 1, 2, 3, 4. So, Fuß war Winter, oh yeah, Terra-Steel Boots. Hose war Herbst, ist ja wohl klar. Und dann, das Ding war Sommer. Zack. Und der Helm. Springen! Damit haben wir eine Terra-Steel-Rüstung. Bam! Alter, wie geil sieht die denn aus? Das ist ja der Shit. Die ist ja komplett neu gemacht worden. Alter, sieht geil aus.
Ich weiß, ich habe gesagt, ich will keine Rüstung so wirklich benutzen, ja, aber wenn ich so eine Rüstung hier sehe, bin ich schon hart versucht, das über Bord zu schmeißen. Ich muss mir das noch mal überlegen. Weil wie geil wäre denn bitte, mit der Rüstung rumzulaufen? Die sieht ja wohl mega episch aus. Guckt euch meinen Schwanz an. Das passt. Alter, wie geil das aussieht. Oh ja, so können wir richtig schön in die Schlacht ziehen. Ach, das sieht mega geil aus. So, was hat die denn für Benefits? 20% less Mana Cost. Fanger. Even a Fanger isn't topped. Of Passive Mana Regeneration und Mana Tablets. Okay. Okay, Knockback Resistance. Armor Toughness. Also, wir haben richtig fett Armor damit quasi. Okay. Ich bin ja schon versucht, das mit was ihr mir gesagt habt, mit der Rüstung, das über Bord zu werfen dafür. Ach komm, für die Rüstung müssen wir einen Armor-Stand hier machen. Ich weiß, das ist momentan ein bisschen unübersichtlich. Das wird hier immer voller. Ich habe jetzt nämlich auch das Druidry-Runen-Altar-Dingens aufgestellt. Das wird hier langsam ein bisschen voll, alles. Was wollte ich jetzt? Achso, Armor-Stand. Ja, klar. So, da brauche ich erstmal 3 Stones für. 1, 2, 3. Machen wir fix so. Und ein paar Sticks. Dann machen wir fix so ein paar. Kann man immer gebrauchen. So, 3 Stone. Ach, ist nicht reingegangen, weil es auf Alloy-Modus ist. So, einmal durch bitte. Düm, düm, düm. Zack, zack. So. Einmal der. Habe ich gerade Schritte gehört? Hab doch gerade Schritte gehört. Jemand da? Hallo? Ich werde meinen. Also, kommt bestimmt von den Villagern unter mir. So, wo stellen wir sie denn hin? Wir stellen sie erstmal hier vorne hin. Jetzt habe ich sie weggepackt. So. Die Rüstung. Ja, ich habe vorhin ein bisschen gefarmt und da habe ich ein paar Zombies. Warte, da kommt was! Ah! Hä? Achso, oh, der kam gerade so einer geraden Linie auf mich zugelaufen. Ich habe ein bisschen Schiss gekriegt. Ah, der macht Schaden! 5 Herzen! Ich brauch nur Rüstung, ey. Das ist so wieder. 2 Schläge von einem Zombie noch mit der Waffe oder so und ich bin tot. Ja, das ist. Ja, wenn man mal auf Tablets so guckt, bin 52 mal gestorben. Regen! Juhu! So. Na, nicht anziehen, sondern aufhängen. So, schön die Buchsen ran und die Käsemauken. Oh. So episch. Die ist so episch. Haben wir noch eine Waffe dafür? Nee, gerade nicht. Okay. Gut, verzaubern. Dann könnten wir die denn auch noch theoretisch, aber das müssen wir alles in einem Durchgang machen. Das heißt, ich muss erstmal alle Bücher sammeln, weil, wie man ja gelesen hat, man kann bereits verzauberte Sachen nicht nochmal da reinpacken. Der Stewing, ich habe kein Essen mehr. Oh, Mann. Gut, aber das soll es dann gewesen sein für die heutige Folge. Ich danke wie immer vielmals fürs Reinschauen. Wenn ihr noch weitere Ideen oder Vorschläge habt, ne, immer her damit. Für alles offen und willkommen. Und ich danke vielmals fürs Reinschauen. Zum 4. Mal. Ah. Ja. Halt, stopp. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.